Servus Leute, hier ist wieder das Stonia-Mikrofon. Wir sind hier zurück in der Division 2. Und ja, 9 GB-Patch. Patch sind 8 GB davon. Neue Bugs, was reingekommen sind ins Spiel. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung, aber wir werden uns jetzt mal um Folgendes kümmern. Und zwar werden wir Herkules machen. Und da schauen wir uns das einfach mal an. Herkules ist also Downtown West, East meine ich, und zwar der Kontrollpunkt Roter Drache. Da werden wir auch gleich mal hinschlappen und ja, dann soll es auch gleich langsam losgehen. Zur Info, ich spiele mit einem St. Elmo Set diesmal, also sprich Stürmer Set. Ja. St. Elmo, eine M60, Coyotes Maske, einmal Walker, Harris und Co. müsste es glaube ich sein, mit dem Talent vernichtend. Und dann habe ich viermal heile Kampfausrüstung des Stürmers drauf. Ja, das, ich denke, das kriegen wir hin. Zwischenzeitlich werde ich vielleicht auf Ding wechseln, auf Pestilenzset. Als Fertigkeiten spiele ich einmal Geschütz und einmal Drohne. Und als Spezialisierung eben Richtschütze. So, lass uns keine Zeit verlieren. Wir gehen los. So, natürlich sind hier die Kontrollpunkte noch nicht gefixt worden, aber wir haben trotzdem genügend Portmöglichkeiten. Einmal hier Safe House, die die Geheimeinsätze, einmal die Theatersiedlung und einmal hinten den Stützpunkt. Aber da ich jetzt dem Kontrollpunkt da hinten hin will, machen wir das. Es gibt kein Video dazu. Okay. Jo, lass los. Ich hoffe, ich muss nicht wieder umstellen auf irgendwelche anderen Direktiven oder sowas. Ich hoffe, das passt diesmal so. Egal. Schauen wir mal, wie lange wir da brauchen für den Schmarrn. Vielleicht spielst du es dann noch einmal. Allerdings dann halt mit dem Pestilenz-Set. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir da brauchen. Vielleicht 45 Minuten, vielleicht eine Stunde, vielleicht länger. I don't know. Mein Bläser Kubedo. Wo ist er?
Was that a drug? A shorty? Schnell mal ein bisschen Munition einsammeln. Zusätzliche Feindkontakte. Feindlicher Nachschubkonvoi erkannt. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Sich nähernde Feinde erkannt. Na, kommt halt schon ran. Zusätzliche Feindkontakte. Ach, noch welche. Ja, treffen sollst du jetzt auch was, ne? Aber kann ja noch werden. Oh. Ich glaube, das war's. Dann müssen wir gleich mal schauen, was wir als nächstes machen müssen. Gut. Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Ja, da müssen wir noch die Beute, glaube ich, einsammeln.
So, spielen durch das Ganze auf heraus oder mit drei Detektiven, das langt. So, was man als nächstes, glaube ich, an Kopfgeldeinsatz war. Die Löwengrube. Mhm. Und Dicker. Oh, ist gleich nicht weit von hier. Einer meiner meistgehassten Kopfgeldeinsätze. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. Oh, halt. Halt, halt. Da muss ich gerade mal was umstellen. Leutnant Nemea, okay. So, ich werde mir hier kurz umwechseln auf Dilemma. Hat mir zwar sowieso nicht viel bringen, das Geschütz, aber wir können es ja mal probieren. Ja, wie gesagt, das Geschütz ist hier nicht so vom Vorteil.
Scheiße, wir können aber auch nicht da rein, weil da drin wäre nämlich eine, na, wie gesagt, Munitionsbox. MLK Library, ja, da passt doch das Outfit. Das ist sehr gut. Gut gemacht, Sheriff. Keine Angst, ich renne nicht woanders denn. Wollen wir bloß schnell Munition. So, wo müssen wir hin? MLK Library. Schauen wir doch mal. Das wäre ja dann hier hinten. Kopfgeld? Nee. Naja, alles gut. Jo, dann hier hin. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Dürften wir ja gleich dort sein. Wir nehmen aber die Elite-Patrouille schnell noch mit. Wir sind doch hier, oder? Oder war das nicht das hier? Ah, shit. Halt! Ach, das ist ein Kontrollpunkt. Genau, genau. Meine Fresse. Ich vergaß. Ja, der ist jetzt nun auf heroisch. Was soll's?
Hab gedacht, das ist Steuerin. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Komm raus, Sergeant! Sich nähernde Feinde erkannt. Halt, da wollte ich keine hin. Na, kommen da noch welche? Thank you.
schlimmer sein, Herkules. Vanguard könnte sie den Stall ausmisten lassen. Ja, was haben wir denn als nächstes? Hotel. Alles klar. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Hotel Grand Washington. Durchkämmt und sichert das Gebiet. So, das war jetzt heroisch. Ja, ich habe mich da mal verzählt, glaube ich. Dachte immer, es gibt 6 Teile, aber anscheinend nicht mehr. Wenn heroisch war, aus der Truhe. Ja, war jetzt auch nicht schwieriger als wie eine Sache herausfordernd. Wir kicken mal, wo der Shit ist. Die Hyenas haben Odessa Sawyers Tochter Eleanor und setzen damit die Theatersiedlung unter Druck. Wir müssen sie unbeschadet da rausholen. Agent Kelso ist bereits da. Wir versuchen, die Hyenas abzulenken, damit sie ungesehen hinein können. Gemeinsam befreien sie dann die Geisel. Die Hyenas kennen sich hier. Sie haben das Hotel Grand Washington erreicht. Okay, jo. Los geht's. Wenn Sie drin sind, gehen Sie zum Atrium. Habt ihr schon lange nicht mehr gespielt? Erst gestern. Im Zuge einer Tagesaufgabe Scheiße, warum senden hier die Direktiven nicht mit an? Muss ich das jedes Mal immer selber machen? Warte mal. Jetzt noch mal dahin. Das ist sowas von nervig. So. Sie haben das Hotel Grand Washington erreicht. Okay, los geht's. Begeben Sie sich zum Liefereingang. Wenn Sie drin sind, gehen Sie zum Atrium. Sonst ist es Schmutz, dann gibt es nicht die erforderliche Punktzahl, die wir haben will. Haben wir schon mitgenommen. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Ein Angriff! Vielleicht ist es eine Ablenkung, also bereithalten! Heute ist mein Glückstag! Funksignal abgefangen. Ich gehe nach oben zur Geisel. Alle Mann ins Atrium. Mist. Der Saint ist hier. Wer ist hier? Wichtiger Hyena. Unangenehmer Typ. Wir müssen das Arschloch töten.
Der Saint. Warum man sich dann nicht mal irgendwelche neue Locations einfallen lässt, immer nur das Gleiche. Hier kommt niemand vorbei, klar? Irgendwelche schönen Boxen haben wir hier nicht versteckt. Oh, das kann ich gebrauchen. Ne, brauche ich doch jetzt nicht mehr. Aber gut zu wissen, dass hier ein steht. Oh. Oh, das war der Raum. Okay. Laufen wir zuerst oben rum. Um den Stack von der Memento aufrechtzuerhalten. Das läuft schon. Ich hoffe, ich atme kein Asbest ein. Achso, die lassen wir da drüben nichts fallen. Alles klar, gut, gut.
Oh, kurze Verschnaufpause. Kann man schnell einen Schluck innen machen. So, next stage. Gehen wir dann erstmal hier kurz rum. Naja, auf die Kontrollpunkte kann man momentan noch gut verzichten, weil die haben ja doch irgendwie was Positives an sich. Man kriegt durch das erneute Spielen halt wieder Materialien. Aber der Sch... Ich kann sie sehen, Kelso. Und den Saint? Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber da oben sind eine Menge Gegner. Nicht mehr lange. Um die Kontrollpunkte eben als Schnellreisepunkt dann zu benutzen, muss man dann eben in dieser Sitzung bleiben. Danach ja, wird es wieder zurückgesetzt. Oh, wir haben noch genügend Platz im Roblox, das passt schon. Oh, schönes Wetter. Ach nee. Gut, sie leben. Ja, eigentlich schon. Ich wäre dann soweit. Ich auch. Und los geht's.
weiß nicht, das Treffen mit einer anderen Waffe besser. Effektiver. Wenn wir oben rauf gehen. Eleanor? Ja, ja, bla bla. Deine Mutter hat uns geschickt. Geht es dir gut? Achtung! Die Gegner dringen von der Straße ins Gebäude ein. Gehen Sie und kümmern Sie sich darum. Ich hole Eleanor. Danach muss, glaube ich, ein Kopfgeldeinsatz kommen und danach noch einer. Das ist aber der Verdacht. So, komm, mach hin. Ich hole sie dazu. Odessa? Kelso hat Neuigkeiten. Wir haben Eleanor. Geht es ihr gut? Ja, es geht ihr gut. Ich bringe sie nach Hause. Oh Gott. Vielen Dank. Bis bald. Büro von der Deatec. Jeder weiß, was ist. Wir kommen uns gleich hinter Porten zu den roten Drachen. Hinlaufen, je nachdem. Schön ist das Wetter, Digga. Und ich muss mich durch hier die Straßen. Warte mal, und ein Kopfgeldeinsatz. Der Schatten des Riesen. Ja, alles klar. Gut, 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 gut. Ich habe nichts gesagt. Dann porte ich mich da hin. Ihr habt gedacht, es wäre da hinten drin. Ne? Wie lange haben wir denn braucht? Ja, 15 Minuten. Arschleck hin. Wir dürfen bloß keine Zeit nicht verlieren, weil ich bloß 5 Minuten Zeit hab. Und hier, um den Perk aufrechtzuerhalten, muss man sich einfach zwangsläufig ab und zu meinen Kämpfe verstricken lassen.
aber wir rocken schon das Haus. Oh, das sind drei. Das ist heroisch, oder? Mir wäre lieber gleich einer hier draußen und zwei drinnen. Kontrollpunkt in der Nähe. Na, da laufe ich jetzt auf. Das dauert mir sonst zu lang. Das sind doch alles Brüder, oder? Sergeant Geryon, Leutnant Geryon und... Ich hab ne Kugel, nur... Und Major Geryon. Feind entdeckt! Digga, du kannst mich! Also, das war mal ein kurzes Gefecht, Herren. Achso, ich habe Munition ja dazu gekriegt, stimmt. Ich vergaß. Oh, motherfucker.
Na, andere Dude? Ich abhauen, das zählt nicht. Die Hirschkuh, Herkules. Dann ist die Prüfung bestanden. Ziel neutralisiert. Sehr gut. So, was haben wir als nächstes? Hotel Empire Autonom. Ah, ich weiß, wo das ist. Meine Fresse. Wie es aussieht, haben Sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. Halt. Da ist ein Spalt, bevor wir das machen. Ich meinte... Ja, oder meint er auch nicht? Oder war der Meinung, dass das heroisch war? Na, nehme ich nicht mit. Da ist nur Schmutz drin. Deutschei haben wir, was da ist. Ach komm, scheiß drauf. Nehmen wir mit. Letzter Kopfgeldeinsatz. Dann ist das hier auch vorbei. Mir kriegt schon noch irgendwas unter. Extra 50 Minuten haben wir auf dem Zeiteisen. So, wir schauen mal. Hotel, Kopfgeld, Autonom. Das müsste hier unten in dem Bereich sein. Jupp. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Motherfucker, du gehst mir echt auf die Eier, du. Seit wann kommen die aus der Tür raus da? Aber was Neues.
Also das sext überhaupt nichts. Viel zu dunkel, wenn man da reinkommt. Da kommst du wie Stevie Wonder vor. Die Drohne hat wieder mal mit erwarten nichts gemacht. Aber das ist ja schon bekannt, dass die Mama so ihre Aussätze hat. Ja, das wird nicht sonst Gewicht. Wir müssen da oben liegen. Major Atlas oder Atlas. Oh, Mama. Oh, Thema. Warte mal, lass mich das mal da rauf. Gut, Atlas. Ich hoffe, Sie begreifen jetzt die Reichweite meines Netzwerks und überlegen sich schon, was Sie dazu beitragen können. Das reicht fürs Erste, Herkules. Der nächste Test ist für Leto. Ich hoffe, Sie sind der Herausforderung gewachsen. Ziel erledigt. Gute Arbeit. Wir säubern die Straßen, eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Sheriff. So. Und schon wieder Chamäleon. Aber eine Dark Winter. Moment mal. Ah.
Die wäre bestimmt auch nicht schlecht. Ja, Leute, das war's mit der Fahndung hier. Bla bla. War ganz nett, aber ich würde mir tatsächlich andere Locations wünschen. Naja, dann würde ich sagen, ich laufe mal gerade raus. Ja, gute Stunde haben wir gebraucht. Wir haben ein bisschen rumgetrödelt. Weil wenn ich schon unterwegs bin, nehme ich mir auch immer den Krempel gleich mit. Kostet natürlich Zeit. Ich für meinen Teil werde jetzt hier in der Basis die Beute auswerten und ja, da muss ich schauen, ob ich es nochmal spiele, weil vielleicht in einer anderen Schwierigkeitsstufe. Jo, dann würde ich sagen, ne? Danke fürs Zuschauen und man sieht sich beim nächsten Teil der Fahndung. Servus, bis in 3-4 Wochen. Alles klar, bis dahin. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Servus.